Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Maker. Ja, wieder mit einem Level vom Stahlhort oder nennt ihn Troni 360 oder wie auch immer. Und klassische Bowser-Festung Super Mario Brothers und direkt ins Geschehen. Ich mag ja Cars. Aber doch vom Classic Look hin über klassischen Mechaniken. Durchrushen! Ey, das ist doch geklaut aus dem allerersten Level. Leute, ich kann doch die Hammerbrüder nicht ab, ey. Es geht natürlich nirgends rein, ne? Wäre ja auch zu schön. Nein! Ja, zum Thema klassischen Mechaniken. Ey, die... Nein! Knochentrocken gab's damals aber noch nicht. Ich hatte eh den Pilz verloren, das war scheiße. So, jetzt hier nochmal im Schnelldurchlauf, ne? Wie ich schon erwähnt habe, ich mag ja Hammerbrüder so sehr. Komm hier, Halsmaul. So. Wir wissen ja mittlerweile, dass nix gut, dass auch nix gut. Und hier wäre noch ein Pilz. Kann ich aber gerade... Nein, nix mit anfangen. Und da muss ich auch noch Anlauf nehmen, um darüber zu kommen, oder wie? Ich meine, ich hab's ja schon mal erwähnt, deine Level sind gut gemacht, aber mies. Bam. Nein! Gott sei Dank, wenn man da nicht einmal zu hoch hüpft, klatscht man da auch oben dran. Aber wenigstens hat er ja keine Invincible Blocks platziert. So, zack, zack, zack. Dann kommt versetzt der. Das heißt, in dem Moment muss ich schon... Trumps! Ich überlege gerade, gab es die damals eigentlich auch schon? Ist es nicht angenehmer, wenn ich einfach durch... Oh nein! Hä? Hahaha. Danke! Den Film... Nein, 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 nein! Da war ich zu voreilig. Aber wieder muss ich sagen, Respekt, das Level ist geil. Das gefällt mir schon wieder so richtig. Komm, das Schlimme ist, hat man den Anfang kapiert, kann man hier richtig schön durchrushen. Hier am besten auch einfach durch. Und ich mache denselben Fehler schon wieder. Aber danke, dass du mir... damit sozusagen hinweist, wo... Nein! Wo der Pilz versteckt ist. Aber wie gesagt, wenn man es raus hat, ist das ein richtiges Rush-Level. Ich nenne es jetzt einfach mal. Da kann man durchrushen. Und stopp! Ha! Diesmal habe ich es gepackt. So, und jetzt wieder. Ist zum Glück nur halb so schlimm, weil hier noch einer ist. Ui, 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 ui! Nicht mit mir. So! Das finde ich gut, das finde ich toll. Und dieses Level hat erstaunlicherweise tolle Ansätze. Nice Level, sag ich auch. Und einen Stern hast du dir verdient, auch wenn du schon genug hast. Leute, alle, die meine Level spielen, ihr könnt mir auch gerne mal Sterne verteilen, ne? Ich weiß, meine Let's Play Markus. Gibt's dich auch noch. Ja, ich weiß, meine Throw und meine Level sind ziemlich schwer, aber trotzdem. Ich muss mich ja auch mit dem betteln. Aber egal, was ist denn das? Ein sehr leeres Level. Mystery 3. Nein, ich wollte doch gar nicht. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Level vom Stahlhort. Und da sind wir auch schon wieder.
mit dem nächsten Level und es ist Super Mario Brothers und unter Wasser ist es nasser und erst kommst du hier mit Hammerbrudern, jetzt kommst du mit dem Unterwasser-Level. Es ist alles das, was ich sehr mag. Ich stehe ja so. Gerade im Super Mario Brothers Style. Das ist doch. Ja, klar. Sonst ist. Boah. Ich müsste ein Tro eigentlich auch mal ein Wasserlevel bauen. Fällt mir da so ein. Ja, toll. Dann. Lohnt sich's nicht mal. Ist doch auch wieder kacke. Trolling! Nein, na, wa, na, hi, ha, hu, ha, hi, hi, chip, 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 chip. Gott, das sind so viele, muss irgendwo ein Nest sein. Komm, gib mir doch irgendwo bitte mal einen Pilz. Oh Gott, nein. Stattdessen kommen hier wieder 10.000 Chip Chips. So, jetzt mittlerweile würde ich wetten, dass hier nicht mal ein Pilz drin ist. Oder wenn, dann im letzten, was auch wieder mies wäre. Natürlich nicht. Ja, und dann auch noch zwei Gegenläufige. Oh, durch die komme ich auch nicht durch. Hab ich ganz vergessen. Ja, sonst noch was. Jetzt kommt er hier auch noch mit Kanonen. Oh nein. Trolling pur hier. Danke. Wenigstens mal einer. Na komm, geh, beweg dich. Cheep, cheep, chibidi, cheep, cheep. Hier kann ja schlecht was drin sein. Müsste ja von oben rauskommen, ne? Ich hab's geahnt. Den Hit muss ich jetzt akzeptieren. Yay! Danke! So. Oh! Lassen wir das. Oh, nee! Wie mies ist das denn bitte? So. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, was hier nur Trolling ist und was nicht. Und können dadurch nämlich einfach mal hier durch, weil hier eh nur Münzen drin sind. Ich stehe auf diesen Retro-Shit. So, da kam der Haufen Cheep-Cheeps. Das war ja auch wieder nur. Ne, hier war einer. Ne. Hä? Ach, in der Mitte war er, ne? Juhu! So! I like Unterwasser-Level nischt. Ach komm, feuert ab! Yikes! Gott, da muss ich ja richtig auf Tiefflug hier gehen. Dun, dun, dun. Würden die Kugel will ich sich bitte mal entscheiden, weiter zu fliegen? Danke, ihr nervt. So.
jetzt muss ich hier erstmal durch. Dann kommt der jetzt auch noch. Oh, der kommt von allen Seiten, ey. So, jetzt habe ich ein Problem. Oder auch nicht. Blooper! Oh. Ja, nee. Damit du bloß am Ende noch abnibbelst, ne? So. Wieder geschafft. Ach Gottchen. So, der kriegt dann auch wieder einen Stern. Ich mag zwar keine Unterwasser-Level, aber das Level war cool an sich und auch nicht gerade wirklich unfair. Und wir sehen uns gleich beim nächsten. Und da sind wir wieder beim nächsten Level. Diesmal Super Mario Bros. 3. Und es heißt Useful Cooper Shells. Jetzt kommen wir hier bitte nicht mit Shell Jump oder so ein Kram. Das kann ich nämlich absolut nicht. Da-da-da. Oh Gott. Im Groben ist das nicht das erste Level aus Super Mario Bros. 3. So viel zum Thema Useful. Echt jetzt? Bist du noch hier? Ja, bist du. Gut, die Respawn-Punkte sind auch gesetzt. Das wusste ich nämlich auch gar nicht. Zack. Hätte mir nicht ein Blatt geben können. So, die sollen useful sein, nehme ich mit. Aber wie gesagt, beim seinen Leveln hier muss man halt wirklich sagen, er bleibt fair. Die Level sind nicht wirklich unfair. Das macht das Ganze dann zup. Nein! Das macht das Ganze dann doch wieder. No, ha, hi, was? Hi, ha, hu, ha, ho, 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 ho. Mist. Wo war der dann? Wo war der dann? Na, du kommst mal mit. Dich brauche ich noch. Danke. Ach, war da eh noch ein Leben. So, jetzt aber hier. Back to business. Komm mit, mein Freund. So. Diesmal nicht. Kollegen. Ich hasse Hammerbrüder. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie immer noch. So. Und ich merke auch gerade, dass ich Notenblöcke auch nicht wirklich mag. Ach, guck mal an. Sowas ist auch geil. Ich hab's geahnt. Cool. Bam. Ach, guck mal, da kommt man das auch rein theoretisch auch nur als Kleiner durch, ne? Doing, doing. Bam. Das Ende war doch am allerbesten jetzt schon wieder. Und ja, ein Level von ihm habe ich noch. Und das sehen wir aber erst wieder in der nächsten Folge. Einen Stern kriegt er dafür auch, weil fand ich cool. Und ja, gehabt euch wohl und tschüss.